Wieso hat der keinen Heiltrank? Wenigstens einen kann er haben. Er ist zwar eine Flasche, aber gib ihm doch wenigstens einen. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Ja, das war knapp. Das war verdammt knapp. Alter, dann haben wir gleich down. Nein, nein. Ihr geht jetzt herunter. Nicht laufen, nicht laufen. Kämpfen. Generalanweisung, kämpfen. Ja, los, trink doch den Trank jetzt. Und wieder loslaufen. Nee, 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 der läuft nicht los. Sehr schön. Das sieht gut aus. Du gönnst dir auch noch mal einen. Ach, der ist jetzt eh kaputt. Mensch, wie viel hat er noch? Er ist Dode! Dode ist er! Vorwärts Stufe 16 erreicht, die Karfunkelhülle wurde aktualisiert. So, die sterben jetzt alle mit ihm. Optimal. Und der Zauber des Gräumkönigs löst sich. Wir haben aber Zeit. Schon eine kluge Aktion. Boah, sah das stark aus, als der Zwerg da gerade die Treppen runtergelaufen ist. Er ist tot, Leute! Yippie, Schweinebacke! Hat leider nichts zum Looten dabei, aber es wäre fett gewesen, wenn er was gehabt hätte. Dafür nehmen wir diese Schatztruhe mal hoch. Oh, war bestimmt gegen Feuer oder sowas. Tablette Konstitution, das ist schon mal wesentlich besser als den Charisma-Scheiß. Gut, dann heilen wir noch den... Die beiden. Den, die beiden. Die beiden unteren da. Oh Gott. Aha. Und dann wollen wir mal durch diese sich neu öffnende Tür durch. Was uns da wohl erwartet? Erstmal können wir hier das Questbuch. Ui, das hat's auch dringend nötig. Die Karfunkelhöhle. Gelange über die Feuerbrücke, haben wir bereits erledigt. Flammengeister zu opfern, um die Brücke zu entzünden. Ein einfacher Hebel hätte es auch getan. Wenigstens sind die Lava-Trittsteine tragfähig. Da meint er diese mysteriöse Brücke da. Richtig. Durchschreite den Lava-Vorhang. Man sollte Flammengeister nie unterschätzen. Sie können offensichtlich nicht nur Brücken in Brand setzen, sondern auch Lava-Vorhänge versiegen lassen. Ja, das haben wir alles schon hinter uns. Nimm das adamantene Herz in Besitz. Endlich ist der nervige Gräumkönig, der bei Boron und spukt dort anderen in. Ach, spuckt, oh ja, und spukt dort rum. Spukt dort anderen in der Suppe. Ich bin deine Erbse. Ich spuke in der Suppe. Akzeptiere mich als Gemüse. So, probieren wir den Satz doch nochmal zu lesen. Ja. Endlich ist der nervige Gräumkönig bei Boron und spuckt dort anderen in die Suppe. Da hat sich das adamantene Herz aber wirklich einen seltsamen Wächter ausgesucht. Als hätte es eine Wahl gehabt. Oh. Oh, 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 Autosave. Das heißt, hier kommt was. Oh, 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 oh. Who let the dogs out? Ich wollte eigentlich eher auf den Skyrim-Soundtrack hinaus. Achso. Also nochmal. Mensch, was ist denn hier los? Sieht aus wie eine Schmiede, wenn du mich fragst. Oh ja. Oh ja, der hat aber einen Bart. Palnaltal. Na, wer kennt diese Szenen denn? Erkennt ihr es wieder? Wer von euch hat denn wirklich den ersten Teil gesehen? Wie viele Streiter stehen hier eigentlich? Wie viele Statuen würde mich mal interessieren? Ein, zwei, drei, ganz viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Ich hatte gedacht. Na egal. Na, wer kennt diese Bilder? Wer kennt diese Bilder? Wer hat aufgepasst? Na, ihr wisst es doch alle. Ihr wollt es doch auch! Schöner Ort. Hm. Hat was richtig. Und viel bleibt zu tun. Hat was richtig Geheimnisvolles für mich. Willkommen in der Feuerschmiede. Ich begrüße den Streiter,
der nach all den Jahren zu mir vorzudringen vermochte. Ich bin Pal Natar, der letzte Wächter über den Seelenstein, den ihr das adamantene Herz nennt. Eure Suche ist beendet. Meine Wacht ist beendet. Endlich. Ein Tag. Ein großer Tag, von dem die Legenden berichten werden. Gesellt euch zu mir ans Feuer. Ich sehe viele Fragen in euren Augen und will sie beantworten. Der erste lebende Zyklop, den wir treffen. Ja, in der Tat. Willkommen in der Esse. Wärmt euch am Feuer. Übrigens, das ist jetzt tatsächlich der Zyklop, der im ersten Teil im Prolog, im Anfang, im Vorspann gesprochen hat. Ja. Ihr kennt meinen Namen? Das Orakel der Hesinde zu Ferdok und das Auge des Drachen führt mich hierher. Mein Weg war voller Hürden und Feinde. Eure Stimme, ihr klingt wie das Orakel von Ferdok. Seid ihr das Orakel? Was hat es mit der Feuerrüstung auf sich? Und das adamantene Herz, ist es wirklich der Karfunkel eines gigantischen Drachen? So klein und gleich so viele Fragen. Legt erst einmal eure müden Füße zur Ruhe. Dies wird nun für lange Zeit eure neue Heimat sein. Bis ihr selbst, so wie ich, alt geworden seid und einen Nachfolger für die ewige Wache bestimmt. Heimat? Wovon sprecht ihr? Ich soll das adamantene Herz bewachen? Nur nicht zu hektisch, Kleinfüßler. Lasst mich von Anfang an erzählen. Von Drachen und Verrat, von Geduld und von Karfunkeln. Meine Zunge ist rau und träge. Ich hatte in all den Jahrhunderten wenig Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen. Ich bin der letzte einer langen Reihe von zyklopischen Wächtern. Unsere Bestimmung war es, ein strahlendes Kleinod zu behüten, den Karfunkel des alten Drachen Umbrakor. Ihr konntet bereits sein großes Skelett erblicken. Umbrakor, der auch von der Hesindekirche angebetet wird und als einer der fünf Wächter des Weltengleichgewichts gilt. Aber wie kann er tot sein? Umbrakor war vor vielen Jahrtausenden ein mächtiger und gütiger Drachenkaiser, Herrscher auf der Dracheninsel und ein Hüter der Weltenharmonie. Doch sein missgünstiger Sohn Ardakor ermordete ihn heimlich und hinterrücks auf dem Gipfel des Berges Drakensang, der nicht weit von hier liegt. Ardakor gab sich fortan selbst als sein Vater aus. Auf dem Dracheneiland errichtete er ein Tyrannenreich, während Gebeine und Karfunkel Umbrakors bleichten. Ein Frevel, und all das blieb über Jahrtausende unbemerkt? Gierige Grollme raubten das Skelett Umbrakors und versteckten es tief im Amboss-Gebirge. Stets in der Angst, vom hasserfüllten Ardakor und seinen Dienern entdeckt zu werden. Doch die Grollmenstadt Korumbra ging durch Neid und Habgier und der Krieg gegen die Zwerge zugrunde. Das adamantene Herz war also einst der große Schatzstein der Grollme? Ja, nach dem Untergang der Grollmenstadt Ingarosh, Gott von Feuer und Erz, uns Zyklopen zu den Wächtern über den Karfunkel Umbrakors. Und Ardakor giert nach diesem Karfunkel. Er sucht ihn seit Jahrtausenden. Aber warum sucht er ihn? Er braucht den Stein, um selbst ewiges Leben zu erlangen. Denn er ist nur der Sohn eines Unsterblichen, nicht einer von den Ihren. Wenn er das adamantene Herz seines Vaters findet, wird sein Triumph endgültig sein. Dunkle Drachen werden herrschen, die jüngeren Völker werden brennen und der Weltenkreis wird auseinanderbrechen. Das sollte möglichst nicht geschehen. Die Wacht über den Karfunkel währt schon sehr lange Zeit. Doch wir Zyklopen wurden immer weniger, denn rachsüchtige Geister aus der Grömmenzeit minderten unsere Zahl und unseren Mut. Am Ende blieb nur noch ich zurück, wenn auch gefangen durch die Magie des Grömmenkönigs und fern des Steins. Das sprach eine Stimme aus dem Karfunkel in der Höhle zu mir, hier in der Esse, und wies mich an, einen Nachfolger aus den jüngeren Völkern zu erwählen, die unterdessen Aventurien besiedelten wie Bienen eine Sommerwiese. Herz, Weisheit und Kraft des Nachfolgers mussten geprüft werden. Die Drachenqueste. Ja, so nennt ihr sie. Ich übergab, es mag 8 Jahrhunderte her, seinen kleinfüßigen Dienern der göttlichen Schlange des Orakel, durch dessen Aufgabe ein würdiger Wächter bestimmt werden sollte.
Nur er sollte die Karfunkelhöhle erreichen. Kein anderer, kein Diener des Drachen darf je hierhin gelangen. 9-mal las ich aus den Bildern in Umbrakors Karfunkelstein. 9-mal sprach ich durch die Statue des Orakels. 9-mal hoffte ich, von der Magie des Gräumenkönigs befreit zu werden. Doch erst das 10. Mal brachte den ersehnten Nachfolger. Euch. Also, eigentlich bin ich hier, um... Auch schmiedete ich die Feuerrüstung, unzerstörbar, von göttlichem Segen erfüllt. Ich schleuderte ihr Einzelteile hinaus in die Welt. Es war ihr Schicksal, sich nur an denen zu vereinen, der die Wache fortsetzen kann. Ich habe alle ihre Teile. Dieser Teil der Vorsehung hat sich erfüllt. Eure götterbestimmte Aufgabe ist es, von nun an den Karfunkel zu bewahren und vor der ganzen Welt zu verbergen. Das Gleichgewicht der Mächte, die Zukunft der jüngeren Völker, die gerade erst erblühen, liegt in eurer Hand. Alles, was in eurem künftigen Leben Bedeutung hat, findet ihr hier in diesem erzenen Kerker der Karfunkelhöhle. Die Esse, die Gebeine, den Seelenstein. Aber was soll ich hier tun? Ihr werdet jeden Angreifer und Dieb der Lava überantworten. Ihr werdet den Schutzzauber des Steins erneuern. Ihr werdet dereinst, wenn eure Knochen alt sind, durch das Orakel sprechen und einen Nachfolger erwählen. Meine Aufgabe ist getan. Meine Hände wird bald die Kraft verlassen und ich werde eingehen in Ingaroshs Feuermeer, aus dem er mich einst geschaffen hat. Jetzt wisst ihr alles und nun seid ihr Wächter des adamantenen Herzens. Die Größe der Aufgabe ehrt mich. Die sterblichen Reste eines der 5 alten Drachen müssten beschützt werden. Aber muss ich wirklich in dieser Höhle versauern? So ist eure Bestimmung, Zweiauge. Ihr habt Umbrakors Karfunkelstein aus den Klauen des Gräuelkönigs befreit und tragt die Feuerrüstung. Ihr seid nun für die nächsten Jahrhunderte mein Nachfolger in der Karfunkelwacht. Nein, das glaube ich nicht. Die Drachenkultisten sind mir dicht auf den Fersen. Ich habe Malgorra um das Auge des Drachen geprellt. Sie wird nach Rache gieren. Ich fürchte, dieser Ort wird auch weiterhin nicht sicher sein. Nach all den Kämpfen und Entbehrungen kann diese Wache hier nicht meine letzte Aufgabe sein. Ihr werdet euch schon in eurem Schicksal finden. Die Macht des Gräuelkönigs ist gebrochen. Die Sicherheit des Steins wiederhergestellt. Eure Wacht hat bereits begonnen. So eine Scheiße. Ich setze mich hier fest, ey. Ja, Mensch. Erstmal das Questbuch durchsehen. Überzeuge Palnatar. Irgendwie muss ich Palnatar überzeugen, mir den Karfunkel zu übergeben. Denn ewig hier zu wachen, kann nicht der Lohn für all die Mühen sein. Ja, super, das heißt wieder viel vorlesen. Da haben wir wohl nicht ganz unrecht. Ja, wie gehen wir die Sache denn jetzt an? Was machst du denn jetzt? Weiß ich nicht. Wir müssen mit ihm reden. Ach, wir müssen mit ihm reden? Ja, du sollst ihn überzeugen. Oh ja. Macht Sinn. Nun, wenn... Mist. Was möchtet ihr mir noch sagen? Bevor ich in das große Lavameer eingehe. Guten Rutsch. ich fand diese Gebeine anderer Zyklopen. Es scheint mir richtig, dass ihr sie haben sollt. Die letzten Spuren meiner Brüder. Sie starben für ihre Aufgabe. Vielleicht werdet auch ihr eins zu enden, denn der Feind ist stark. Ich werde die Gebeine bestatten. Ihr wisst, den Tod zu ehren. Habt ihr noch etwas anderes auf dem Herzen? Ich fühle mich nicht dazu berufen, hier ewig zu wachen. Meine Aufgabe muss eine andere sein. Ich weiß es. Habt Geduld. Ihr werdet in eure Aufgabe hineinwachsen. Habt ihr noch etwas anderes auf dem Herzen? Hört zu, Palnatar. Die Anhänger Adrakors suchen schon seit langem nach dem adamantenen Herzen und sie sind mir dicht auf den Fersen. Wie meint ihr das? Es wird nicht mehr lange dauern, bis ihre Anführerin Malgorra einen Weg in diese Höhle findet. Wir müssen den Karfunkel an einen anderen Ort bringen. Der Karfunkel ist schon seit vielen Jahrtausenden hier. Da hieß es sein Platz. Nein, er ist nirgends sicherer als in dieser Halle. In diesen Hallen. Wir könnten das Adamantenherz ja ins Meer werfen, wo es am tiefsten ist. Oder ins ewige Eis bringen, oder... Schweigt! So wollt ihr mit Umbrakors Seele verfahren? Der Essenz eines Unsterblichen? Sie fortwerfen wie einen rostigen Amboss? Niemals! Habt ihr noch etwas anderes auf dem Herzen? Ich habe da noch eine Frage zu den ganzen Hintergründen der Geschichte. Ja, Zweiauge. Wenn seit Jahrtausenden einer der 5 alten Drachen tot ist, was bedeutet das für das Gleichgewicht der Welt? Umbrakors Tod hat viel Unheil ermöglicht. Zu viel. Seit Jahrtausenden schon nimmt die Welt mit jedem Jahr ein wenig mehr Schaden. Es wäre ein Segen, wenn er ins Leben zurückkehren könnte.
Doch, das ist nur ein vergeblicher Traum. Aber sicher werdet ihr als künftiger Wächter des Karfunkels auch einmal in Visionen oder Träumen seine Stimme vernehmen, wenn sie zu euch spricht. Habt ihr noch etwas anderes auf dem Herzen? Umrakor hat nach seinem Tod aus dem adamantenen Herzen zu euch gesprochen? So ist es. Kein Unsterblicher ist jemals wirklich tot. So sendet mir Umrakors Geist gelegentlich Visionen. Auch ihr werdet irgendwann die Nähe seiner einstigen Macht spüren. Habt ihr noch etwas anderes auf dem Herzen? Nach allem, was ihr hier mir berichtet habt, Planata, kann Umrakor nicht tot sein. Mir scheint vielmehr, dass er nur schläft. Worauf wollt ihr hinaus, Zweiauge? Ihr könnt das Flackern seiner Seele lesen. Sein Geist ist also noch da, lebendig. Gibt es denn keine Möglichkeit, dass wir Umrakor wieder zum Leben erwecken? Dass wir ihm einen Körper verschaffen? Ich kenne einen Zauberer, Meister Rakorium heißt er, der Karfunkelsteine erforscht und mit ihnen sprechen will. Ihr habt Zweifel, die Wacht zu übernehmen. Es dreut Gefahr, von Adakors Schergen entdeckt zu werden. Und ihr drängt auf schwache Aussicht, Umrakor wieder in diese Welt zu holen, auf dass er alles wieder ins rechte Lot bringt. So schwach ist die Aussicht nicht. Gelehrige Zauberer vermögen vieles. Meister Rakorium arbeitet daran, die Geister der Edelsteine wie Karfunkelsteine zu erwecken, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin überzeugt, ein Mann von seiner Expertise könnte auch Umrakor wieder zu Bewusstsein bringen. Vielleicht. Ihr meint... Gebt mir den Stein, Palnatha, und ich werde die ewige Wacht beenden. Sie wird dann nicht mehr nötig sein. Dann wird der alte Drache selbst seinen Thron zurückfordern und Adakor mit seinem Flammenatem wegpusten. Nun? Wartet, Kleinfüßler, wartet. Gar nicht so einfältig. Ja, tatsächlich, wenn der Geist im Karfunkel erwachen würde, vermag er sich vielleicht einen neuen Körper zu suchen. Ihr müsst wissen, dass Adakor den Karfunkel verschlingen muss, um sich dessen Kräfte zunutze zu machen. Täte er dies jedoch, nachdem dieser Seelenstein erwacht wäre, würde der Karfunkel den Körper des gierigen Drachen übernehmen und Adakor töten. Welch große Fügung, dass ihr solch Zauberer kennt. Nun ja, ich selbst, aber Rakorium wäre sicherlich dazu in der Lage. Nach nichts anderem forscht er seit Monaten, wenn nicht gar Jahren. Dann soll es so sein. Ich werde den Schutzzauber um das adamantene Herz aufheben. Nehmt den Karfunkel und erweckt ihn. Tut dies, bevor Adakor ihn euch entreißt, denn das wird er früher oder später. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Haben wir ihn überzeugt? Allerdings. Otamor Ungramar, weiche Schutzschild. Der Schutzschild ist vergangen. Nun geht's und lasst euch eure Bestimmung künden. Malgora. Narren! Ihr dachtet, ihr könntet Malgora hinters Licht führen, als ihr mir das falsche Drachenauge gabt. Jetzt, wo es darauf ankommt, nehme ich den richtigen Stein. Zudem hat mir euer törichtes Gespräch die Augen geöffnet. Umbrakor, der Zerstörer, ist tot. Es lebe Ardakor, der Zerstörer. Und Malgora, die ihm den Karfunkel seines Vaters brachte, wird reich belohnt werden. Schlange, ich kenne dich aus meinen Visionen. Wage nicht, mit deinen dreckigen Klauen den heiligen Seelenstein zu beschmutzen. Du alter, einäugiger Narr. Glaubst du, deine Worte könnten mich jetzt noch aufhalten? Du hast versagt. Im entscheidenden Moment auf der ganzen Linie versagt. Ich gehe nun und habe einen alten Drachen zu küren. Nutzt die kurze Zeit, die euch noch bleibt, um euch zu verkriechen. Denn wenn ich zurückkehre, werde ich euch vernichten. Nein. Was habe ich getan? Bei den Feuern Ingaroschs. Umbrakors Seelenstein in den Händen des Feindes. Meine Kräfte, sie schwinden. Sie werden mich bald verlassen haben. Alles ist verloren. Ah, lass den Kopf nicht hängen. Großer. Dann bis zum Hals in der Scheiße steht. Muss aber den Kopf nicht hängen lassen. Ich würde ja mit dem reden. Ach ja. Nochmal. Immer dieses Reden. Meine Kräfte, sie schwinden. Haben wir schon gehört. Sie werden mich bald verlassen haben. Alles ist verloren. Wie du wolltest nicht. Mach das Zweite, wir wollen ihn ja jetzt nicht unbedingt... Okay.
Nichts ist verloren. Ihr habt mich auserwählt. Ich bin der Streiter der Drachenqueste. Und solange ich lebe, besteht noch Hoffnung, das Schicksal zum Guten zu wenden. Ihr habt recht. Es gibt noch Hoffnung. Der ist aber leicht zu überzeugen. Ihr müsst Gora aufhalten. Der Seelenstein darf von Ardakor nicht verschlungen werden. Sonst wird Ardakor ewiges Leben erhalten und feuriges Verderben über die Welt bringen. Folgt mir. Ich werde euch einen Weg aus der Karfunkelhöhle zeigen. Wir gehen immer mehr aufs Finale zu. Doch bevor ihr aufbrecht, werde ich euch bewaffnen, den Feind zu besiegen. Noch ist eure Feuerrüstung nicht ganz vollständig. Denn zu jeder Wehr gehört auch eine Waffe. Eine Waffe, mit der ihr Mal'Gora und ihre Schergen in den Tod schicken sollt. Ich bin der Schmied vieler Waffen. Wählt selbst, weise das Instrument der Vergeltung. Definitiv. Ein Bogen, bitte. Was haben wir denn alles? Wir haben Schwert, Bogen. Ja, wir nehmen natürlich die Einhand-Axt, ne? Waffe, Dolch, Zweihand-Axt, Axt, Säbel, Speer, Rapier, Armbrust, Zweihand-Schwert. Darf ich zunächst die Waffen begutachten, bevor ich mich für eine entscheide? Ich brauche die nicht begutachten. Dann nehmen wir die Axt. Eine Axt würde mir gefallen. Ja, ich habe diese einhändig zu führende Axt geschmiedet. Ihr Name ist Feuerschlag. Diese Axt ist meine Wahl. Seid ihr euch dessen sicher oder wollt ihr eure Wahl nochmals überdenken? Ist einmal eine Entscheidung für eine Waffe gefällt, ist diese unwiderruflich. Nur diese wird dann genügend Kräfte in sich tragen, um die Feinde niederzuwerfen. Ich bin mir sicher. Dann übergebe ich euch die Axt Feuerschlag. Führt sie mit Entschlossenheit. Nun sind Waffe und Rüstung vereint. Ich werde ein Portal für euch öffnen. Baradesh Ingramar. Ingankir. Die Magie hat gewirkt. Der Weg nach draußen steht frei. Eilet und erfüllt euer Schicksal im Auftrag der Götter. Auf jeden Fall. Sesam, tu dich öffnen, wir gehen durch. Wollen wir den vielleicht mal noch beklauen? Beklauen, bist du doll? Sehr witzig. Was gibt es noch, Streiter des Seelensteins? Lebt wohl, Palnata, und wünscht mir Glück, was auch immer kommen mag. Okay, beklauen wir ihn nicht, wir sind ja nett. Wir können ja versuchen, ihn zu beklauen, und dann lassen wir aber trotzdem alles in seinem Inventar. Schon erledigt. Das ist so witzig. Schade. Ich frage mich, ob man das überhaupt schaffen kann. Das wäre wirklich eine gute Frage, aber ich glaube nicht. Kriegt man alle anderen Waffen auch noch. Also, passen wir zusammen. Die Welt steht. Ich hoffe bloß, dass uns dieses magische Ding wieder zurückbringt. Ich brauche dringend ein frisches Bad. Und eine Massage von Salon. Ja, Seife brauchst du aber auch ganz dringend. Passen wir zusammen, wir haben das Adamantenherz verloren. Die Welt steht kurz vor dem Kollaps und nur wir können sie retten.